town that's famous as a place a movie scene. Aber ich war gespannt, wo das endet. Your noise is always loud. There's songs all around on the streets of me. Even if it ain't not seems like a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle ideas are made up. There's nothing you can do. Oh, yeah. For the big city, she lies with dreams of looking pretty. No place in the world that can compare. For your light is in the air, everybody's a yeah, yeah, yeah. Wie heißt du denn? Ich heiße Roberta. Ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Spanien, Madrid. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí. ¡Qué guay! Bienvenida. Oh, warte. Gracias. Wow, unfassbar. Und du sprichst Deutsch, aber super gut. Dankeschön, weil mein Vater ist Deutsch und ich bin auch halb Deutscherin. Also so wie ich? Cool. Ich habe hier meinen Alvarisch dabei, damit ich auch mitsprechen kann. Warte. Hola, me llamo Vincent. Soy un gran fan du... De tu voz, por favor, vente a mi equipo para ello he aprendido español. Perfecto, perfecto. No es verdad, es mentira. Bist du in Madrid geboren oder lebst du da? Ich bin in Madrid geboren und ich habe auch in The Voice Kids España aufgetreten. Ja, aufgetreten. Mhm. Und ich wollte hier auch mitmachen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr cool und krass, die Bühne auch. Aber ich finde es mega, dass du dich getraut hast, hierher zu kommen, weil in Spanien ist es ja sehr viel Flamenco auch, in The Voice Kids. Hier ja. In Deutschland ist man offener auf englische Musik und man kann hier auf jeden Fall viel mehr damit machen als in Spanien. Also finde ich es eine sehr gute Idee, dass du hier bist. Dankeschön. Das sind große Schuhe, die du dir gerade angezogen hast mit Alicia Keys. Das hast du aber gut ausgefüllt, indem du das nicht nachgesungen hast, sondern die Phrasierungen auf eine eigene Art und Weise gemacht hast. Und das fand ich sehr beeindruckend, das hast du sehr... gut gemacht. Dankeschön, ehrlich. Dankeschön. Ich bin auch wirklich sprachlos, vor allem, weil was so ein bisschen irritierend ist, du bist ja jung, aber es klang so erwachsen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um mich umzudrehen, weil ich auch ein paar Situationen hatte, wo ich mir nicht ganz sicher war, aber ich dachte, deine Stimme ist so besonders, du singst sehr einzigartig, dass ich unbedingt mit dir arbeiten möchte. Also ganz toll, vielen Dank. Dankeschön. Gibt es bei Voice Kids Spanien einen Doppelstuhl? Nee. Das tut, mir, ganz, sehr, ganz das tut mir sehr, sehr leid. Ja, das tut mir wirklich leid. Gecoacht zu werden in einem Doppelstuhl, das sage ich dir, ist muy bien. Dankeschön. Das ist einfach der Hammer. Es gibt nichts Besseres. Das hat weltweite Strahlkraft. Ja. Du bist ja in Spanien schon bei The Voice gewesen und hast ja schon die nächste Runde und das Coaching so ein bisschen mitbekommen. Gibt es irgendwelche Wünsche, die du denn an einen Coach hast? Ich würde sagen, lernen und Spaß zu haben. Ich glaube, das ist die wichtige Sache in einem Programm. Ich habe zwei Sachen gehört. Das erste ist, du möchtest Spaß haben. Das zweite ist, du möchtest was Neues erleben. Da es ja keine Doppelstuhl in Spanien gibt, was das Neue angeht, hätte ich ein Angebot. Vielleicht zu viel auf einmal. Falls du es mitbekommen hast, ich habe mich ja sofort als erstes umgedreht, weil es unfassbar schön war. Und ja, bitte, 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 por favor, komm in mein Team. Also alle vier, alle fünf seid super Künstler und Künstlerin. Aber mein Herz sagt, dass ich mit
Boah, das ist sehr spannend. Lena. No! Was? Really? Oh my God, it makes me so happy. I was so sure you were going to Alvaro. Das ist dein Teamgeschenk. Dankeschön. Tada! Ein ganz, ganz großer Applaus für Team Lena!